Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan. Es war eine Überraschung. Der amerikanische Sänger Bob Dylan erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Er habe neue poetische Ausdrucksformen innerhalb der großen amerikanischen Songtradition geschaffen, begründete die schwedische Akademie am Donnerstag ihre Entscheidung. Es ist das erste Mal, dass ein Songwriter den Preis erhält. Dylan sei eine Ikone, erklärte die Akademie. Sein Einfluss auf die zeitgenössische Musik sei groß. Der 75-Jährige, der als Robert Allen Zimmerman in Minnesota geboren wurde, begann seine Karriere in den 50er Jahren. Seine Texte gelten für die Folk- und Rockmusik als wegweisend. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören »The Times They Are A-Changin'«, »Like a Rolling Stone« oder »Blowing in the Wind«. Die Auszeichnung ist mit 8 Millionen Kronen, umgerechnet rund 827.000 Euro dotiert. Sie wird seit 1901 vergeben.